Trainingslager in Sevilla haben wir natürlich immer gute Erinnerungen dran. Wir haben das Olympiajahr 2012 hier verbracht. Wir haben hier das Frühjahr verbracht um die gleiche Jahreszeit. Wir haben 2013 hier den Europameistertitel gewonnen. Das war für mich mein allererster Europameistertitel. Das war natürlich für uns auch was ganz Besonderes. Wir wollten nach Südspanien fahren, um bessere Wetterbedingungen vorzufinden. Und das ist natürlich hier wirklich ein perfektes Beispiel dafür, wie toll das Wetter eigentlich sein kann um die Jahreszeit. Das ist eigentlich traumhaft, muss man wirklich sagen, dass man hier unter so guten Bedingungen trainieren kann. Das ist für uns natürlich optimal, um dann auch die 19 Trainingstage, die wir hier haben, dann auch wirklich optimal absolvieren zu können. Das macht es natürlich alles ein bisschen angenehmer. Es ist natürlich schon so, dass die Sonne dann auch ein bisschen glücklich macht, dass man da sich einfach ein bisschen fröhlicher fühlt, ein bisschen die Stimmung einfach anhebt. Wenn man immer aus dem tristen Deutschland bei dem kalten Wetter kommt, das ist natürlich dann hier deutlich angenehmer, die Trainingseinheiten, die 200 Kilometer, die wir hier ungefähr rudern in der Woche, zu absolvieren. Dazu kommen ja dann noch Athletikeinheiten, Radeinheiten. Also es ist schon ein ordentliches Trainingspensum, was wir hier haben, und das macht es mit dem Wetter natürlich dann deutlich angenehmer. Es ist natürlich schon so, dass hier der Hauptfokus auf den Zweier-Einheiten liegt. Wir fahren natürlich auch alle Belastungen hier im Kleinboot, aber natürlich kommt das Achtertraining auch nicht zu kurz. Wir hatten zurzeit immer so den Rhythmus, dass wir morgens, vormittags bei dem ruhigen Wasser morgens Zweier gefahren sind und nachmittags dann in die Großboote gegangen mit Achter und Vierer. Aber wir sind jetzt rund 2 Wochen vor der Langstrecke in Leipzig, wo wir einen Ergotest fahren und dann im Zweier noch die 6 Kilometer. Und man merkt natürlich schon, dass die Spannung steigt. Wir gehen nach und nach jetzt auch wieder in die höheren Frequenzen im Belastungsbereich, dass wir uns da auch nach und nach jetzt in die Rennen-WSA-Belastung, also wettkampfspezifischen Belastungen, da auch wirklich reinsteigern können. Und man merkt natürlich schon, es sind 5 Wochen bis zum Frühtest. Das ist natürlich dann erstmal der nationale Ausscheid, das Event, wo es dann erstmal darum geht, sich für den Achter zu qualifizieren. Und da sind natürlich alle heiß drauf und wollen ihre beste Leistung dann natürlich zu dem Zeitpunkt bringen. Es ist natürlich ganz, ganz klar, dass die Trainer hier auch diesen Konkurrenzkampf natürlich wollen, dass wir hier auch ganz bewusst gegeneinander fahren, um uns dann natürlich auch noch mal ein bisschen zu steigern. Und es gibt natürlich schon Aufschlüsse, und für die Trainer ist es natürlich auch wichtig. Wir haben hier auch ab und zu auch mal getauscht, die Zweier, dass man sehen kann, welche Kombinationen kann gut miteinander fahren. Und wie gut vertragen auch die Leute die jeweiligen Belastungen über so einen langen Zeitraum. Wir freuen uns alle jetzt, dass langsam die Saison losgeht. Für uns Ruderer ist der Winter natürlich immer so ein bisschen nicht immer das Optimum, man muss sehr, sehr viel trainieren, man hat wenig Wettkämpfe, aber dann freut man sich natürlich umso mehr, wenn man jetzt so kurz vor den Wettkämpfen steht und dann endlich zeigen kann, wofür man die ganze Zeit trainiert hat und welche Entbehrungen man da auf sich genommen hat, um dann wirklich seine 100% zum richtigen Zeitpunkt zeigen zu können.